Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV, heute vom Brandenburger Tor in Berlin. Wir wollen uns hier mal umhören. Was denken die Deutschen über die Griechen? Und sollte Griechenland aus dem Euro raus? Grexit, ja oder nein? Mitleid, ja oder nein? Ich bin gespannt auf die Antworten. Griechenland zuschütten. Inwiefern? Zuschütten, weil die uns nur verarschen. Unser Geld ist weg. Was kriegen wir denn von unserem Geld noch wieder? Nichts, gar nichts. So. Und die sind so doof hier und geben immer noch mehr dahin. Also ich würde den Hahn zudrehen. Mit der Zange, dass er nie wieder aufgeht. So wie ich das hier kenne, unsere Politik, da werden sie Griechenland wieder schön hochstocken. So sehe ich das. Ja, das ist aber nicht richtig. Wie soll man an die Reichen da unten gehen? Aber die haben ja vorher ihr Geld schon irgendwo hingeschafft. Ich würde dafür plädieren, Anstrengungen zu unternehmen, dass sowohl in Griechenland als auch in Europa das wechselseitige Verständnis füreinander steigt, sodass die Griechen möglichst drin bleiben können. Aber sie müssen auch sich selbst Mühe geben, dass sie die Reformen, die wirklich nötig sind, auch durchziehen können. Ja. Haben Sie Mitleid mit den Griechen? Ja, mit den betroffenen armen Menschen, aber nicht mit den Reichen gewissermaßen, die mit allen möglichen Tricks versucht haben, Steuern zu sparen und ihr Geld im Ausland zu deponieren und dergleichen Dinge. Aber mit der armen Bevölkerung, das ist viel, ja, habe ich schon Mitleid. Nein, ich habe kein Mitleid. Der Drechsel sollte kommen. Also der sollte kommen, finde ich jedenfalls, weil kann man nicht mehr hören. Ach, ich glaube, es war vorhersehbar, wie es gekommen ist. Das ist also das, beim ersten Mal musste das Deutschland und anderen europäischen Ländern klar gewesen sein, dass es dabei rumkommt. Wir haben ja schon alle genug Geld reingebuttert, ne? Noch mehr rein, weiß man ja nicht. Ich weiß nicht, was ist die beste Option. Naja, im Prinzip sind sie selber dran schuld, ne? Sie haben ja jahrelang keine Kassenbons zum Beispiel ausgegeben und dadurch haben sie den Staat ja selber beschissen. Also ich finde es nicht gerade so prickelnd, was sie gemacht haben, und deswegen habe ich auch kein Mitleid. Denn so geht es ja nicht hier. Ich meine, das sind ja alles unsere Gelder, irgendwo, genau. Irgendwann. Wir zahlen auch Steuern, wir zahlen genauso Mehrwertsteuern mehr, wir müssen auch später in die Rente, wir zahlen für alles hier, egal was kommt. Sind das Land der höchsten Steuerabgaben, dadurch können ja unsere Gelder auch überall hingehen. Ne? Und das ist auch nicht richtig, denn wenn es um uns mal geht, wir kriegen von keinem Land was, so sehe ich das nämlich dann mal. Ist so, halt. Ne? Und wir müssen auch knapsen mit unserem Geld, wir haben auch keine Reichtümer. Ne? Und bei uns, bei dem kleinen Mann, holen sie sowieso immer zuerst. Also müssen sie da ja auch irgendwo anfangen. Aber ich glaube, das ist so komplex, dass man gar nicht die ganzen Sachverhalte und so nachvollziehen kann. Aber klar, die Menschen tun mir auf jeden Fall leid, weil die haben alle keine Arbeit, kein Geld. Ist schon schwierig. Ich denke, unter dem Strich kann man sagen, die Deutschen möchten nicht, dass die deutschen Steuergelder in Griechenland auf den Kopf gehauen werden, dass man weitere Milliarden dort einfach reinpumpt, ohne auch jemals wieder einen Cent zu sehen. Auf der anderen Seite haben sich viele auch verständnisvoll gezeigt für die Leute, die dort ja kaum noch Geld bekommen, ihre Renten gekürzt bekommen. Also das war ein gemischtes Bild. Einige waren vielleicht auch nicht ganz so gut informiert, was ein Grexit wirklich bedeutet. Trotzdem erstmal ein paar Impressionen hier aus Berlin vom Brandenburger Tor.